Hi, ich bin Hebamme Jenny und in meinem Video heute geht es um die Geburt. Auf meinem Kanal gibt es auch schon ein Video zum Thema Geburtsbeginn. Wenn dich das interessiert, verlinke ich dir das hier an der Stelle nochmal. Und jetzt in diesem Video geht es wirklich konkret darum, was passiert bei der Geburt. Und die Geburt kann ganz verschieden losgehen, ne? Zum Beispiel mit einem Blasensprung oder auch mit Wehen. Häufig ist es so, dass die Geburt abends oder nachts beginnt. Ich nenne euch hier mal ein kleines Beispiel. Ihr wart vielleicht gestern Abend nochmal richtig schick essen gewesen, weil ihr ja wisst, danach habt ihr nicht mehr so viel Zeit dafür. Und ihr habt euch ins Bett gelegt, habt auch 2-3 Stunden geschlafen und dann werdet ihr irgendwann wach und denkt, irgendwie habe ich jetzt gerade so ein bisschen Bauchschmerzen. Oh, das kneift mir hier in der Seite. Ist irgendwie nicht so richtig schön. Dann ist es wieder weg. Komische Bauchschmerzen. 5 Minuten Pause und dann geht es wieder los. Also irgendwie komisch. Dann steht ihr vielleicht auf, lauft erstmal durch die Wohnung, ihr trinkt vielleicht einen Schluck Wasser, geht mal zur Toilette und so alle 5 Minuten bekommt ihr halt so leichte Schmerzen, die ihr aber noch ganz gut aushalten könnt. Vielleicht verzieht ihr so ein bisschen das Gesicht, so wie ich. Ansonsten sind diese Wehen eigentlich noch ganz gut auszuhalten. Und man muss dann erstmal als Frau so einordnen, sind es jetzt richtige Wehen oder sind es keine Wehen? Und wenn ihr feststellt, dass diese Wehen wirklich regelmäßig sind und auch nicht aufhören, man kann es dann immer für sich so ein bisschen antesten, indem man vielleicht nochmal unter die warme Dusche geht. Wirklich achtet darauf, dass die Dusche warm ist, nicht heiß. Oder ihr könnt auch nochmal ein Bad nehmen. Und wenn ihr merkt, dass so in der Badewanne oder unter der Dusche die Wehen nicht weniger werden, gleich bleiben oder sogar stärker werden, ist es ziemlich sicher, dass ihr euch unter der Geburt befindet. Dann ist vielleicht auch ein ganz guter Zeitpunkt, seinen Mann zu wecken und nochmal alles für die Kliniktasche zusammenzusuchen. Ihr befindet euch in dieser sogenannten Eröffnungsphase. Eröffnungsphase bedeutet, dass der Muttermund, den seht ihr hier unten, der ja in der Schwangerschaft verschlossen ist, dass der sich so langsam öffnet für die Geburt eures Babys. Rein praktisch würde das jetzt wieder bedeuten, ihr merkt, okay, meine Wehen sind regelmäßig, ihr bekommt die Wehen vielleicht alle 5 Minuten, veratmet die Wehe, die so in etwa vielleicht 1 Minute andauert, packt wie gesagt eure Kliniktasche, weckt euren Mann und ihr macht euch langsam auf den Weg ins Krankenhaus. Da ist es dann meistens organisatorisch so, dass euch die Hebamme begrüßt. Es wird nochmal ein CTG bei euch geschrieben, die Papiere werden fertig gemacht. Es wird eventuell ein Zugang gelegt in die Vene, es wird Blut abgenommen und dann wird die Hebamme auch das erste Mal vaginal untersuchen und euch sagen, wie weit der Muttermund geöffnet ist. Meistens ist es so, wenn man in die Klinik kommt, beim ersten Kind sind es so 2-3 Zentimeter, manchmal auch 4-5. Für mich ist es immer wichtig, meinen Frauen auch zu sagen, dass man sich davon nicht entmutigen lässt, wenn der Befund vielleicht noch nicht so ist. Man hatte vielleicht zu Hause schon 1 oder 2 Stunden Wehen und dolle Schmerzen und man kommt in die Klinik und es wird einem gesagt, der Muttermund ist erst 2 Zentimeter geöffnet. Lasst euch davon nicht entmutigen. Laut Lehrbuch ist es so, dass sich der Muttermund 1 Zentimeter pro Stunde eröffnet. Er muss sich auf 10 Zentimeter öffnen, dann ist es ja leicht, sich auszurechnen, wären es 10 Stunden. Ne? Und wenn man dann mit 2 Zentimetern Muttermund in die Klinik kommt, dann kann das ein bisschen entmutigend sein, wenn man weiß, okay, ich habe jetzt noch 8 Stunden. Aber eine Geburt kann ganz unterschiedlich sein. Eine Geburt kann mal länger dauern, aber es kann auch mal sehr schnell gehen. Also haltet euch an diesen 2 Zentimeter nicht so fest. Es kann sein, dass dafür die nächsten Zentimeter wahnsinnig schnell gehen. Ja, und so sieht das dann ganz praktisch aus bei eurem Baby. Ne? Also hier ist der Muttermund so ungefähr 2 bis 3 Zentimeter geöffnet und hier vor dem Köpfchen des Babys steht auch noch die Fruchtblase. Ne? Also in dem Fall ist die Blase nicht gesprungen. Wie gesagt, zum Thema Geburtsbeginn gibt es auch schon ein Video von mir. Schaut da gerne auch nochmal rein.
Ihr habt also euer CTG bekommen, ihr wurdet untersucht. Dann ist so das Nächste, was man gut machen kann, ist vielleicht auch in der Klinik nochmal ein warmes Bad nehmen. Auch ein Einlauf kann hier manchmal angebracht sein, je nachdem, ob man es möchte oder nicht. Und ansonsten ist es wirklich auch gut, wenn man in dieser Eröffnungsphase sich noch ganz viel bewegt. Es ist immer sehr unterschiedlich, was die Frauen wollen. Es ist immer gut, eine aufrechte Position einzunehmen, weil da die Schwerkraft einfach auch nochmal mithilft. Ihr seht es hier auch sehr schön an dem Bild, dass der Kopf vom Baby halt wirklich auch auf den Muttermund drückt. Aber ich finde es auch okay, wenn man zwischendurch mal eine Pause macht, sich mal kurz ins Bett legt und ausruht und entscheidet einfach selbst, was euch in dem Moment gut tut. Dann seht ihr hier auf dem Bild alles Positionen, die sehr praktisch und gut sind in der Eröffnungsphase. Ihr habt hoffentlich einen Partner für die Geburt dabei, der euch unterstützen kann, der euch vielleicht auch das Kreuzbein massiert, denn diese Kreuzbeinmassage ist auch wirklich sehr gut, wenn man Schmerzen hat unter der Geburt. Weitere gute Positionen wären halt auch, wenn man zum Beispiel hier so steht oder sich festhält. Es ist immer auch gut, wenn man sich oben festhält, mit den Armen festhält, weil man dann einfach so das Becken etwas lockerer lassen kann. Und es hört sich erstmal viel an, ne? Diese Eröffnungsphase beim ersten Kind, 10 Stunden, wie gesagt, kann so sein, muss nicht so sein. Aber ich sage euch, im Kreißsaal, die Zeit, die vergeht wie im Flug. Nicht nur für mich als Hebamme, sondern auch wirklich unter der Geburt, sodass man das gar nicht so mitbekommt. Und rucki-zucki, ehe man es sich versieht, ist man auch schon in einer Übergangsphase. Und das ist wirklich bei der Geburt immer eine schwierige Phase. Das ist nämlich der Übergang zwischen dieser Eröffnungsphase zu dieser Phase, in der das Baby geboren wird. Und da ist es immer so, dass die Frauen schon sehr viele Stunden die Wehen verarbeitet haben und dann einfach so für sich an so einen Punkt kommen, wo die sagen, oh, ne, dann fallen immer so Sätze wie, oh, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und ich will jetzt wirklich nicht mehr und ich gehe jetzt nach Hause und ich will jetzt einen Kaiserschnitt, obwohl die Frau vorher gesagt hat, dass sie das auf gar keinen Fall haben möchte. Also das ist wirklich so der Punkt in dieser Übergangsphase, wo man wirklich als Frau keine Kraft mehr hat oder man denkt, keine Kraft mehr zu haben, weiterzumachen. Ich kann jetzt wirklich nicht mehr. Das sind dann Sätze, die fallen. Und das ist ein Punkt, an den kommt jede Frau bei der Geburt, der ist auch ganz normal. Wichtig ist mir immer zu sagen, dass man aber weiß, wenn man an diesem Punkt ist, wenn man diesen Punkt überschritten hat, dass man es fast geschafft hat. Dann ist das Baby fast da. Wie gesagt, der Muttermund ist so ungefähr 8 bis 10 cm geöffnet. Auch nochmal typisch, wenn der Muttermund 10 cm geöffnet ist, kann auch sein, dass man brechen muss. Dieses Phänomen hat man auch schon vorher mal bei 5 cm. Oder die Geburt kann auch einfach so losgehen, dass man brechen muss, ne? Weil viele Frauen reagieren einfach auch mit Übelkeit und Brechreiz auf Schmerz. Ihr habt aber jetzt diese schwierige Phase geschafft, hinter euch gelassen und der Kopf beginnt sich langsam hier im Becken vorzuarbeiten, also das Köpfchen tritt tiefer. Manchmal passiert es auch parallel, dass der Muttermund sich öffnet und der Kopf tiefer tritt, aber ihr seht es ja hier im Bild, der Muttermund hält den Kopf einfach auch noch so ein Stück weit zurück und erst wenn der richtig geöffnet ist, kann das Köpfchen tiefer treten. Das dauert beim ersten Kind auch noch mal so ungefähr 2 Stunden, weil es einfach wirklich ganz langsam passiert. Der Kopf schiebt sich vor und wieder zurück. Er dehnt sich das Gewebe ganz langsam und vorsichtig. Wenn ihr diese schwierige Phase geschafft habt, dann kommt die Phase, in der euer Baby geboren wird. Das ist für die meisten Frauen angenehmer, wenn man halt wirklich aktiv sein kann. Man kann schon so ein bisschen mitschieben und somit den Geburtsverlauf auch so ein bisschen beeinflussen, ne? Also man kann ein bisschen mithelfen, dass es schneller geht. Diese Phase der Geburt dauert so ungefähr 2 Stunden beim ersten Kind, denn der Kopf vom Baby tritt immer tiefer und zieht sich wieder zurück, dehnt sich dieses Gewebe wirklich ganz langsam. In dieser Phase sind gute Positionen Das sind in dieser Phase wirklich gute Positionen, um das so ein bisschen voranzubringen, dass der Kopf tiefer tritt. Eine tiefe Hocke ist immer günstig.
Oder auch einfach im Kreislerbett so auf der Seite liegend oder auch so sitzend. Das sind übrigens auch alles gute Positionen, um sein Kind dann später zu gebären. Der Kopf schiebt sich also immer weiter im Becken vorwärts, bis er plötzlich an einen Punkt kommt, wo er dann stehen bleibt, wo er sich nicht mehr zurückzieht. Das ist dann auch der Moment, wo ihr in diese Position, die ich euch gerade gezeigt habe, ne, also entweder sitzend im Kreißsaalbett oder auf der Seite liegend, auf dem Hocker oder in der Wanne, das ist dann einfach der Moment, in dem ihr diese Position für euch einnehmt. Die Hebamme wird den Arzt anrufen und wenn der Arzt zur Tür hereinkommt, dann wisst ihr schon, okay, die Geburt ist bald geschafft. Es kann ein bisschen klappern von den Instrumenten, die die Hebamme hat, die Klemmen, die Scheren. Lasst euch davon nicht irritieren. In dieser Phase sind es nur noch 1, 2, 3 Wehen und der Kopf eures Babys wird geboren. Im Idealfall wird dann eine Wehe lang abgewartet, bis sich die Schulter nochmal im Becken dreht und dann wird der Rest von eurem Baby geboren. Man wartet einen kurzen Moment, durchtrennt die Nabelschnur und ihr bekommt euer Baby auf die Brust gelegt. Aber nach der Geburt eures Babys ist die Geburt ja noch nicht ganz vorbei, denn es fehlt ja noch die Nachgeburt. Hier wartet man so ungefähr nochmal 10 Minuten, ihr bekommt nochmal eine leichte Kontraktion. Und auch die Nachgeburt wird geboren. Danach wird einfach geguckt, ob es Geburtsverletzungen gab, ob die eventuell versorgt werden müssen. Euer Baby wird bestimmt kurz mitgenommen. Es wird einfach mal gewogen und gemessen. Oft ist es ja auch für die Eltern ganz interessant, einfach mal zu hören. Das dauert auch gar nicht lange, vielleicht so 5 bis 10 Minuten. Dann bekommt ihr euer Baby zurück und dann beginnt erstmal die Kuschel- und Kennenlernzeit. Das war dann mal ein kleiner Einblick von mir, wie eine Geburt so ablaufen kann. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, gib mir einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal und aktiviere auch auf jeden Fall die Glocke. Meine Videos sind im Moment sehr unregelmäßig, aber wenn du die Glocke aktivierst, kannst du kein Video verpassen. Und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder im nächsten Video. Tschüss!